den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Und da gibt es eine Meldung zur Geschäftsordnung. Herr Kollege Zillig, bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich beantrage namens meiner Fraktion die Herbeirufung des regierenden Bürgermeisters zu dieser Fragestunde entsprechend § 84 der Geschäftsordnung. Ich möchte das begründen. Ich halte es in der Tat für notwendig, dass der regierende Bürgermeister in dieser Fragestunde diesem Parlament Rede und Antwort steht zu den Vorwürfen, die erhoben worden sind, dass in der Senatskanzlei Aufträge unter Genossen hin und her gemauschelt worden sind. Sie werden einwenden dagegen, dass die Entschuldigung, in der Tat, der regierende Bürgermeister ist als entschuldigt gemeldet, des regierenden Bürgermeisters im Ältestenrat akzeptiert worden ist. Zu diesem Zeitpunkt waren diese Vorwürfe nicht in der Welt. Deswegen hatten wir auch keinen Anlass, diese Entschuldigung nicht zu akzeptieren. Sie werden einwenden, dass auch in der Geschäftsführerrunde, obwohl dort diese Vorwürfe bekannt geworden sind oder hätten bekannt sein können, gegen diese Entschuldigung kein Einwand erhoben worden ist. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt gestern früh auch nicht erwartet und mir nicht vorstellen können, dass die Koalition eine Aufklärung dieser Vorwürfe gestern im Hauptausschuss, wo es angemessen gewesen wäre, verweigert. Deswegen müssen die Vorwürfe hier aufgeklärt werden. Und Sie werden dagegen einwenden, dass in der Fragestunde es im alleinigen Recht des Senats liegt, zu entscheiden, wer auf eine solche Frage antwortet. Das ist richtig. Aber die Fragen, die Vorwürfe, um die es hier geht, sind der Natur der Sache nach allein durch den regierenden Bürgermeister zu beantworten. Denn es geht um den Vorwurf, es geht um die Frage, warum wurde das Parlament nicht wie vorgeschrieben vor einer Auftragsvergabe informiert? Es geht um die Frage, welche Vertragsverhältnisse bestehen zwischen McKinsey, zwischen Divell und der Senatskanzlei. Es geht um die Frage, steht der Senat immer noch zu der Aussage, es geht um die Frage, weshalb nur der regierende Bürgermeister diese Fragen hier beantworten kann. Und deswegen begründe ich die Herbeirufung. Es geht um die Frage, ob das Parlament belogen worden ist im Zusammenhang mit dieser Auftragsvergabe durch den Staatssekretär Böning. Es geht um die Frage, ob die Begründung für diese Auftragsvergabe und die Art und Weise nach wie vor eine ist, die der Senat teilt. Und es geht am Ende auch um die Frage, warum der Senat überhaupt einen solchen Auftrag vergeben hat, wenn die zuständige Senatorin eine solche Auftragsvergabe für nicht notwendig hält. Und es geht um die Frage, auch die kann der Natur der Sache nach nur vom regierenden Bürgermeister beantwortet werden, warum der Senat nicht die Souveränität besessen hat, wenn er denn beabsichtigt, in einer vielleicht ungewöhnlichen Situation etwas Ungewöhnliches zu tun und Divell und McKinsey zu beauftragen, warum er dann nicht im Vorhinein das Einvernehmen mit dem Parlament hergestellt hat, wie es ja auch möglich war, etwa beim Kauf der Bundesallee oder bei der Frage, wie werden eigentlich die Ausgaben für Flüchtlinge in den Haushaltsberatungen veranschlagt, sondern weshalb er versucht hat, das Parlament auszutricksen an dieser Stelle. Und es geht am Ende um die Frage, und auch die kann nur der regierende Bürgermeister beantworten, wer denn eigentlich diesen Senat steuert und wie denn eigentlich Regierungspolitik stattfinden kann in einer Situation, die offensichtlich davon gekennzeichnet ist, dass hier gegenseitig intrigiert wird, dass gegenseitig hier nur noch versucht wird, Revanche-Falls zu begehen und das eine oder das andere durchzustechen, aber kein vernünftiges Ergebnis mehr herauskommt. Das wollen wir hier in der Fragestunde thematisieren. Und es ist auch möglich, den regierenden Bürgermeister zu diesem Punkt herbeizurufen. Er befindet sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Die findet statt in der Hiroshima-Straße in der Bremischen Landesvertretung. Soweit ich weiß, ist dort um 13 Uhr eine Mittagspause vorgesehen. Es ist also absolut möglich, dass wir die Fragestunde hier beispielsweise um 13 Uhr aufrufen und dann hier diese Fragen bereden können. Wir beantragen die Herbeirufung des regierenden Bürgermeisters. So, nochmal von den Regularien. Gemäß § 84 bedarf der Antrag der Unterstützung einer Fraktion oder mindestens 10 Abgeordneten. Das ist gegeben. Sie haben im Namen Ihrer Fraktion den Antrag gestellt. Über den Antrag entscheidet das Abgeordnetenhaus. Vor der Abstimmung ist die Beratung über den Antrag zu eröffnen. Redezeit gemäß § 64 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses bis zu 5 Minuten. Für die SPD-Fraktion Herr Kollege Schneider, bitte schön. Meine Damen und Herren, normalerweise hätten wir hier nur einen formalen Protest eingelegt, aber das hätte ja missverstanden werden können.
Der regierende Bürgermeister ist wie alle Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland heute in diesem Plenarsaal entschuldigt. Und deshalb werden wir diesem Antrag nicht beipflichten, sondern werden ihn ablehnen. Die von Ihnen aufgeworfenen Fragen, da sind wir sehr zuversichtlich, ist der Senat in der Lage, qualifiziert zu beantworten, wenn Sie sie denn entsprechend in der Fragestunde formulieren. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen? Sie müssen nicht, Sie können nur. Bitte schön, Herr Lux von den Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Auch meine Fraktion schließt sich dem Antrag der Linksfraktion ab. Wir haben heute Morgen eine entsprechende Frage an den regierenden Bürgermeister vorbereitet. Wir sind zumindest davon ausgegangen, dass der Chef der Senatskanzlei hier anwesend wäre. Dieser ist für heute nicht entschuldigt. Nach meinem Wissen ist er auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die 5 Minuten mit dem Fahrrad und 10 Minuten mit dem Auto entfernt von hier tagt. Es ist sehr unüblich, dass der Chef der Senatskanzlei abwesend ist, während sein regierender Bürgermeister fehlt. Diesen Fall hatten wir noch nie, meine Damen und Herren. Und diesen Fall wollen wir hier auch nicht mehr haben. Wir haben genau die gleichen Fragen, stimmen die Vorwürfe zu, dass hier für ein Integrationskonzept, das die zuständige Senatorin nicht wollte, für das laut Medienberichten 238.000 Euro ausgekehrt worden sind, beileibe kein Pappenspiel, das dann am Ende geflossen ist an einen ehemaligen Staatssekretär eben dieser SPD-Fraktion, die hier die größten Optionen im Haus hat und auch die entsprechenden Ressorts führt. Und damit natürlich der Anschein der Vetternwirtschaft bereits jetzt gegeben worden ist. Und diese Frage ist dringend aufklärungsbedürftig. Und beide zuständigen Herren, die damit zu tun hatten, bleiben heute diesem Haus fern, meine Damen und Herren. Das kann nicht sein. Nun kenne ich die Tagesordnung und die Mittagspausenüblichkeiten nicht so gut wie der Kollege Zillig, aber er hat, denke ich, deutlich gemacht, dass die Herbeirufung hier nötig und auch richtig und politisch auch geboten ist und dass nicht mal der Chef der Senatskanzlei hier Ihnen Abwesenheit zeigt. Daran sieht man noch, dass das ganze Spiel auch System hat, dass sich hier heute weggeduckt wird, dass Sie was zu verbergen haben, genauso wie Sie gestern auch im Hauptausschuss zu dieser Frage nicht beraten wollten, obwohl die Vorwürfe valide sind. Also sollten Sie sich zumindest hier nicht auf die Geschäftsordnung berufen, das ganze Thema abräumen. Sie sollten sich in der Sache erklären zu diesem Verhalten und wir werden das auch erzwingen, das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank. Nur um Missverständnisse vorzubeugen, die Herbeizitierung ist nur für Mitglieder des Senats möglich. Herr Kollege Melzer von der CDU-Fraktion, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, auf den Vorlauf in den Sitzungen des Ältestenrates und der Geschäftsführerrunde ist hinlänglich hingewiesen worden. Insofern gibt es eine formale Entschuldigung des regierenden Bürgermeisters für die heutige Plenarsitzung. Die Koalition wird deswegen mit dem Zitieren so verfahren, wie es dafür vereinbart ist. Der regierende Bürgermeister gilt als entschuldigt. Richtig ist aber auch, es gibt offene Fragen. Und bei derartigen Fragen ist jeder gut beraten, möglichst schnell Antworten zu geben. Und insofern darf ich für meine Fraktion feststellen, dass der regierende Bürgermeister zwar heute entschuldigt ist, aber es sicherlich sehr gut ansteht, möglichst kurzfristig auf die bestehenden Fragen auch Antworten zu geben. Vielen Dank für die Piratenfraktion, Herr Kollege Herberg. Herr Kollege Esser, falls Sie es akustisch nicht verstanden haben, ich hatte den Kollegen Herberg aufgerufen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Fraktion schließt sich der Herbeizitierung an. Man muss ebenfalls festhalten, dass gestern im Hauptausschuss nicht nur Tagesordnungspunkte zur Diskussion vertagt worden sind, sondern zum Beispiel auch ein 21-3er der Piratenfraktion, der schon vor der Bekanntmachung der Informationen, dass es dort Mauscheleien gab, angemeldet war, weil das gesamte Konstrukt dieses Masterplans in sich
und wie mit administrativem Notstand in diesem Land agiert wird und wie damit begründet wird, dass Vergaben nicht ausgeschrieben werden, ebenfalls auf der Tagesordnung stand und es komplett alles weg vertagt war. Weiterhin muss wiederum angemerkt werden, dass wenn sich hier darauf bezogen wird von der CDU, dass der regierende Bürgermeister doch schnell darauf antworten soll. Warum hat Ihre Fraktion im Namen der CDU gestern alle Tagesordnungspunkte bis auf Mitte April vertagt? Warum sind Sie nicht in der Lage gewesen zu sagen, jetzt, dann gibt es eine Sondersitzung zum Beispiel von dem Hauptausschuss, der bietet sich an, der kann sich nicht mit jedem Thema beschäftigen, was in diesem Parlament ist. Es ist von Ihnen sehr schwach zu sagen, das soll doch alles bitte schön der Bürgermeister jetzt demnächst mal machen. Heute ist das Plenum, das nächste Plenum ist erst wieder in 4 Wochen, der nächste Hauptausschuss ist erst wieder in 4 Wochen. Sie haben keine Angabe darüber gemacht, was für Sie schnell ist. Für Sie ist schnell anscheinend 4 Wochen. Es reicht für Sie als CDU, dass 4 Wochen lang im Raum steht, dass es Mauscheleien innerhalb dieses Senates gibt. Als Ihr Senator davon betroffen war, haben Sie da anders reagiert. Das ist schon sehr schwach von Ihnen, muss man eigentlicherweise sagen. Sollten Sie sich mal überlegen. Und deshalb ist es geboten, den Regierenden hierher zu zitieren. Wir wissen, dass es eine Mittagspause um 13 Uhr gibt. Es ist kein Problem für den regierenden Bürgermeister, hierher zu kommen und sich diesen Fragen zu stellen. Es ist außerdem nicht möglich, für eine Staatssekretärin diese Vorwürfe, die im Raum stehen, zum Beispiel aufzuklären. Sie müsste sich ja gegen ihren regierenden Bürgermeister verhalten, außer sie sagt, dass alles so ist, wie es ist und alles supi ist. Deshalb muss der regierende Bürgermeister hier einkommen und der regierende Bürgermeister muss diese Vorfälle selber aus dem Weg räumen und nur er alleine kann es. Und vor allen Dingen die CDU muss sich sehr, sehr, sehr stark überlegen, ob sie hier so abstimmen will, wie sie es eben gerade gesagt hat. Vielen Dank. Dankeschön. Dann kommen wir nun zur Abstimmung über den vom Kollegen Zillig im Namen der Fraktion Die Linke gestellten Antrag über die Herbeizitierung des regierenden Bürgermeisters. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist Die Linke, die Grünen und die Piraten gegenstimmen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Zweiteres war die Mehrheit. Damit ist der Antrag abgelehnt. Zur Geschäftsordnung nochmal. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben jetzt gesehen, dass auch die CDU-Fraktion, anders als behauptet, kein Interesse an der Aufklärung hier und heute hat. Deswegen sieht sich meine Fraktion gezwungen. Wir haben nämlich noch Möglichkeiten nach der Geschäftsordnung, aber die müssen wir, glaube ich, gemeinsam klären in dem Ältestenrat. Und diesen beantrage ich hiermit. Vielen Dank. Widerspruch. Ja, die anderen wollen ja. Dann unterbreche ich.